Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über deine Katze zu schreiben? Ja, da fragst du den Richtigen. Das heißt, also die Idee hatte ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon was länger, aber immer so als Spleen eher, ne? So als Idee, irgendwann vielleicht mal, und jetzt wohnst du, mein Gott, deine Katze ist ja schon über 20, jetzt musst du mal langsam, vielleicht solltest du mal, aber man verwirft das ja dann schon mal wieder und dann ist dann die Tournee wieder da und so. Und irgendwann dachte ich so, jetzt hast du so viel Zettel gesammelt, weil man schreibt ja dann doch irgendwann auf, zumal ja auch im eigentlichen Programm, sowohl im ersten als auch im aktuellen, immer so Katzensachen mit drin sind und die Ideen, die da mit dann so auftauchen, die schreibst dann auch irgendwo hin. Und dann dachte ich, das ist ja schon so viel und dir fallen ad hoc so viele Sachen ein, eigentlich müsstest du, zack, und in dem Moment kam dann der Verlag Fischer und hat gesagt, hören Sie mal, wir waren in Ihrem Programm, Herr Schmitz, wie wär's denn, wir würden gerne, und das ist so ein lustiges Thema und was hat er denn davon? Und dann habe ich gesagt, ey, perfekt, ich habe den Stapel da liegen, ich fange sofort an. Und so war's. Und dann habe ich das Buch geschrieben und habe beim Schreiben gemerkt, mein Gott, ich habe 270 oder 260 Seiten. Und komme ich damit überhaupt hin? Also es war ein bisschen quetschen, ein bisschen hier, ein bisschen da und so. Und dann fällt einem noch was Verrücktes ein oder dies noch. Und der Verlag sagt, das reicht. Und dann sage ich, nee, aber da fällt mir noch das ein. Ja, aber wollen Sie das? Ja, sag ich, das ist schön verrückt. Und dann so ist das Buch entstanden. Cool. Hätte Minka denn genauso viel über dich zu erzählen? Ja, die letzten 2 Jahre nicht mehr, weil da hat sie ja nichts mitgekriegt. Die ist ja taub, die hört ja nicht mehr so viel. Aber ich glaube, wenn Minka ein Buch schreiben würde, was ich hoffe, dass sie das nie tut, weil da kämen ja Sachen ans Licht, um Gottes Willen. Also ich wohne ja schon seit 23 Jahren mit dieser Katze zusammen. Also es ist ja, oder seit 22 Jahren, sie ist 23. Also das ist ja schon alles so ein bisschen, das ist schon streng geheim. Aber ich glaube, sie hält dicht. Ich glaube, sie ist ein guter Freund. Was ist denn deine Lieblingsnummer oder dein Sketch, den du von dir hast? Ist da ein Pro. Eine Improvisation. Also meine allerlieblings Improvisationsnummer ist momentan die Geräusche-Sache, die ich im aktuellen Programm mache. Mhm. Das wirst du dann sehen, wenn du in Bottrop bist. Ja. Ich nehme als Zuschauer auf die Bühne, der die Geräusche zu einer Szene macht. Das heißt, die Geräusche kommen fast zuerst, manchmal vorher, manchmal nachher, und ich muss dazu eine Szene in der Sekunde kreieren. Was ich unglaublich klasse finde, weil es mir so einen Spaß macht. Finde ich ganz toll. Meine Lieblingsnummer aus dem ersten Programm zum Beispiel war die McDonalds-Nummer, die habe ich sehr geliebt. Muss mal gucken, ob ich die als Revival irgendwann im vierten Programm nochmal als Zugabe irgendwie mit reinnehme, weil ich die ganz, ich liebe über alles, wo ich im Auto sitze und McDonalds esse zu Tchaikovsky-Musik und alles durch den Flieg. Also die liebe ich sehr. Im aktuellen Programm kann ich mich ganz schlecht entscheiden, sind ein paar Nummern drin, die ich sehr mag. Ich persönlich mag wahnsinnig gern die Imitation von vier schon betagten, zugegeben betagten, prominenten Größen, die im Auto sitzen, im Fiat Panda und zum Geburtstag von Lupe Estas fahren wollen. Und die ich alle vier imitiere in so einem kleinen Auto und die dann miteinander so wie eine Familie hantieren. Ich finde das toll, weil das ist so nah an der Wirklichkeit, obwohl man diese vier Personen niemals zusammen machen würde. Ja, das ist ganz lustig. Da ist Udo Lindenberg dabei, Inge Meisel, die ist leider schon tot, jetzt mittlerweile Rudi Carrell und noch ein paar andere. Also es macht großen Spaß. Die Nummer macht mir persönlich großen Spaß. Freue ich mich auch schon wieder heute Abend. Weil Udo, ich will auch ein Eis. Also die reden also so, dass sie wie Kinder sind. Inge Meisel und Udo sind jetzt die Kinder im Auto. Das ist unglaublich komisch. Dass Inge sagt, ich will aber jetzt mein Eis. Udo sagt, ich will auch ein Eis, ein Eis von Schläg. Also wir sind, ich will das von mir machen. Wahnsinnig Spaß. Immer noch, entschuldige, obwohl ich jetzt schon 150 Mal gespielt habe. Aber das ist zum Beispiel was, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Worüber kannst du persönlich lachen? Also was findest du lustig? Alltäglichkeiten, ganz viele Kleinigkeiten im Alltag. Dass meine Katze nicht mehr reagiert, wenn ich sie rufe. Ich habe es noch nie gemacht, aber jetzt kann sie gar nicht, was sie hört. Ich kann über Loriot wahnsinnig lachen. Heinz Erhard, Louis de Finesse. Ich kann Jerry Lewis. Ich kann lachen über... Also über die Kollegen kann ich wahnsinnig lachen. Ich kann Dieter Nuhr zum Beispiel, um mal einen aktuellen auch zu nehmen, kann ich wahnsinnig lachen. Ich kann über mich selbst kann ich lachen, wenn ich irgendwie einen Blödsinn verzapfe. Ich kann abends auf der Bühne wahnsinnig viel lachen, weil das Publikum mich überrascht. Wenn sie Sachen reinrufen, kommen manchmal Sachen, die man gar nicht für möglich hält. Also die müssen ja reinrufen, damit ich damit was mache. Ich muss so oft lachen, weil ich sage, wie kommt ihr denn auf sowas? Also das ist lustig. Ich kann über so viel, was ich auch wichtig finde. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den Respekt vor verschiedenen ernsthafteren Sachen nicht verliert. Das muss man aber auch nicht. Das heißt aber nicht, dass man da nicht auch drüber lachen kann. Sonst würde Kabarett und Komik gar nicht funktionieren. Wenn man über die ernsten Sachen nicht lachen dürfte, wäre es ja fatal. Insofern finde ich es ganz wichtig, dass man das auch tut. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man das nicht wertschätzt oder dass man das nicht ernst nimmt. Das kann man trotzdem. Aber lachen drüber,
machen sollte man, das ist nicht so toll. Also in Anwesenheit von Menschen über sie auslachen, das ist so eine Grenze. Das ist vielleicht, das mache ich nicht so gern, das finde ich doof. Das ist ja verletzend. Also ich will ja nicht verletzen, ich will ja mit Menschen gemeinsam machen. So, jetzt ein kleiner Vortrag. Entschuldigung. Macht nichts. Die entweder neu sind oder die wir oft gehört haben oder die irgendwas bedeuten diesen Monat. Was wäre dein Song? Und warum? Ein Song, den ich oft gehört habe? Ja, oder den du gerne hörst oder der jetzt zum Wetter passt oder zur Situation passt. Also gibt es ja immer verschiedene. Also jetzt, lieber Himmel. Das ist zum Beispiel meine, jetzt die letzten paar Sonnentage wäre jetzt das Sommer von den Wise Guys gewesen. Ja. Mir fällt jetzt ad hoc ein, der Rudi Carrell, wann wird es mal endlich wieder Sommer? Aber ist natürlich zu alt. Nein, den habe ich auch nicht gehört in letzter Zeit, das Quatsch. Das habe ich in letzter Zeit gehört. Ich habe natürlich den Martin gehört, das mache ich immer. Ich liebe den Martin, also das ist natürlich so eine Sache. Sway, was ich das gehört habe. Ich habe... Ja? ja, ich weiß auch nicht. Ob ich das sagen kann. Also ich habe tatsächlich... ja, Sammy Davis Jr. habe ich gehört. Sagte ihr das? Ja. Ja. Ja, so ein bisschen. Sammy Davis Jr. Und ich habe, er singt immer Candyman. Candyman von Sammy Davis Jr. Ja. Das hört kein Mensch mehr. Das ist total alt. Ich kann aber nichts dafür. Ich habe es gehört jetzt die letzten Tage. Ich habe es irgendwie noch auf alten CDs gefunden von mir und habe es irgendwie gehört und fand es so lustig. Und bin im Auto rumgefahren, hab mitgebrüllt und fand es total lustig. Auch das habe ich gehört. Natürlich auch Amy Winehouse habe ich auch gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt ja im Moment hört ja hier alles, heißt nichts Besonderes. Aber Amy Winehouse höre ich natürlich auch gerne. Also Back to Black oder was weiß ich. Ja. Gibt schon ein paar Sachen, klar. Ja, dann kann ich